Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur Monumental Challenge Nummer 5. Hier werden schon die ersten Sachen gebaut für unsere zukünftige Pilzfarm. Ich pflanze dann auch mal direkt die ersten ein. Und dann gehen wir auch langsam aus der Pause raus. Ich kann euch ein bisschen was erzählen noch wieder, wobei bevor ich erzähle... Ne, wir haben ja noch ein paar Aufträge drin, okay. Ich habe mir nochmal überlegt, was eigentlich so das Ziel des Ganzen ist. Und eins der Ziele ist natürlich, oder das Hauptziel eigentlich, ein Monument zu bauen. Und dafür brauchen wir verschiedene Materialien. Und weil ich gerade so aus dem Kopf gar nicht weiß, welche, gehen wir doch mal hin und machen diese Forschung zuerst Richtung Monument. Dass wir da mal gucken können, was genau brauchen wir denn überhaupt. Hier... sehe ich gerade, da macht sicherlich ein Lufterfrischer Sinn. Was ich auf jeden Fall weiß, was wir brauchen, ist jede Menge Stahl. Und da können wir heute, glaube ich, so mal die ersten Vorbereitungen auch schon machen. Was wir ebenfalls machen können, ist ein Kompost bauen. Machen wir das doch mal hier, weil wir haben hier verschmutzte Erde, die wir da nicht nutzen können. Ja. Wo war ich jetzt? Achso, Stahl. Stahl brauchen wir Fossilien zum Beispiel, um Kalk herzustellen, aber wir können es auch mit Eierschale machen. Das würde nämlich auch bedeuten, wir müssen nicht warten, bis wir unten im Ölbereich angekommen sind. Und ja, dafür brauchen wir aber viele Eierschalen. Und was ich noch weiß, wo wir am meisten Eierschale kriegen, sind die Kollegen hier. Packos, da liegen 2 Kilogramm, also jedes Paku-Ei gibt eigentlich 2 Kilogramm an. Die Rutschstange können wir auch später bauen. 2 Kilogramm an Eierschalen. So, und wenn wir uns dann nämlich mal hier den Weg rüber machen, dann könnten wir hier einen Fischfütterer bauen. Beispielsweise mal so dort. Zusammen mit 2 Gitterziegeln. Und dann hoffe ich mal, dass die Pakus oder der Paku, der Kleine, der hier noch ist, dann schnell gesättigt wird, schneller Eier legt und so weiter und so fort. Dass wir dann ein bisschen mehr Tempo reinkriegen und schnell an viele Eierschalen kommen. Denn wir könnten alternativ auch auf Hatchzuchten und so weiter setzen, aber ich glaube, dass das die bessere Variante ist. Ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt mal parallel anfangen. Damit wollte ich heute das Video starten. Ansonsten geht es hier natürlich weiter. Ja, okay, also wir sind mit dem Graben deutlich schneller als mit dem Bauen. Das wird jetzt hier immer offensichtlicher. Wobei, hier das sollten wir erst machen, wenn wir die Ziegel innerhalb der Leiter weggerissen haben. Jetzt hier weitergehen und hier auch. Den lasse ich mal da, nicht, dass da sich jemand noch einsperrt. Das hier kann weg. So, wir werden jetzt hier gerade schon wieder ein bisschen schneller mit dem Bauen.
So, schauen wir uns noch mal eben an, was wir hier haben. Wir haben hauptsächlich CO2 und ein bisschen verschmutzten Sauerstoff. Das nächste Algen- oder das letzte Algenterrarium ist da oben schon wieder einen ganzen Schwung entfernt. Ich baue mal hier direkt das nächste. Und ich würde mal sagen, die hier oben, die zerlegen wir einfach, wenn die gereinigt werden müssen. Weil durch unseren Sauerstoffdiffuser, den wir hier haben, der verteilt eigentlich halbwegs gut unseren Sauerstoff und das, was wir hier so an CO2 haben, das wird dann hoffentlich durch die Algenterrarien gereinigt. Das ist zumindest die Idee dahinter für mich. Ja, da hat das Telefon gerade geklingelt. Weiter geht's. Was mir hier gerade nochmal so als Gedanke eigentlich kommt, das macht, glaube ich, total viel Sinn, hier mal die Flüssigkeit, ja nicht alle, aber das hier ist zum Beispiel egal, aber hier so innerhalb dieses Bereichs die Flüssigkeiten auch mal aufzuwischen. Erstmal unten wieder weiter graben. Bisschen was am Wasser haben wir da noch. Da kommen wir durchaus mal eine Zeit mit aus. Essen macht mir immer noch Sorge, aber... Naja, achso, Beleuchtung. Wir müssen hier eigentlich die Leuchtkäfer mal loswerden. Vielleicht bauen wir erstmal eine Tür hin, dass wir da keine neuen hinbekommen. Und ja, da müssen wir leider mal kurz einen Prozess machen. Okay, da oben ist noch fast nichts passiert. Okay. Wow. Hier komme ich jetzt gerade aber ziemlich weit nach links, ne? Eigentlich ist üblich, dass ich das erst ausgrabe. So, hier können wir die ganzen Zwischenziegel jetzt alle zwischen den Leitern schon wieder wegnehmen gleich. Und bei der Gelegenheit würde ich dann auch ja,
hier seitlich alles wegnehmen, damit die Gase wieder besser zirkulieren können. Das sah ja gerade interessant aus, wie das Wasser darunter purzelt. So, für unsere Kollegen hier oben, also. Da kommen wir jetzt nicht so wirklich. Mach daraus mal eine 7, dass das, weil das hier ist mir schon wichtig, glaube ich. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen früher auch schon anfangen sollen. Puh, oh. Super duper schweres Graben. Das macht es noch mal ein bisschen schneller. So, und hier werden wir jetzt wahrscheinlich wieder in Raketentempo uns nach unten durcharbeiten. Und doch nicht so schnell, das ist dann doch nicht ganz. Gottchen, hier haben wir einen Salzwassergeysir im Weg, der auch noch recht warm ist. Dann würde ich doch mal sagen, ist eigentlich hier eine gute Stelle für unser nächstes Zwischencamp oder ist das schon wieder fast zu nah dran? Frage. Sorry. Unabhängig davon, ob wir da einen Zwischencamp machen, werden wir hier weiter nach unten gehen. Weil wir müssen sowieso ein bisschen nach links oder rechts rüber. Ich spekuliere einfach mal, dass rechts eine gute Stelle ist. So, was mache ich denn jetzt gleich mit meinen Gräbern, während der Rest Leitern baut? Oh, Kaltdampfschlot? Ich glaube. Ich lasse die einfach mal ein bisschen sich umschauen. Nämlich hier jeweils nach links und rechts. Dann vielleicht hier nochmal. Um zu schauen, ob wir hier irgendwelche Vulkane, Geysire oder sonst was haben.
Und hier muss ich dann die Flüssigkeiten mal loswerden. Das ist auch. Ja. Tausend Kalorien, wir kommen da auch noch nicht so richtig weiter, ne? So, wir haben hier oben eigentlich Devon, der Baum. Achso. Hoffen wir mal, dass das so besser wird. Und das wird natürlich die Menge an Wasser unten nochmal erhöhen, aber naja. Was soll's. Einer von euch beiden kann auch dahin gehen. Neue Druckerzeugnisse. So. Maulwurfhände. Dafür aber Stärke gesenkt ist natürlich blöd. Kann nicht bauen. Langsamer Lerner. Ach, das ist auch alles. Alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Das Einzige, was hier vielleicht passen könnte, dass wir aus Kamillen. Ja, das machen wir auch. Kamill wird unser Koch. So. Dann braucht es nämlich Hassan nicht mehr machen, wobei wir ja auch noch. Ich glaube gar keine. Nee, nee, wir kochen noch gar nichts. Wo ist das? Achso, ist noch Pause. Okay. Devon, was machst du denn jetzt? Mir wäre total lieb, wenn du hier oben mal was ausfrisst.
So, dann kommt das weg. Ne, das hier erst, nachdem die weggegraben sind. Sorry, muss ich gerade mal gucken. Naja, doch eigentlich. Nee. Da wird doch was angezeigt. Vielleicht ist die Situation gerade kritischer als mir auf den ersten Blick. Ja, 900 Kalorien, das ist dann doch nicht ganz so dramatisch. Also Devon ist mir, das passt mir ja gerade nicht so wirklich. Dem verwehre ich da jetzt wieder den Zugang in die Richtung. So, also hier sehe ich erstmal nichts Spektakuläres. Das ist doch alles Priorität 5 hier, Ari. Warum? Ach, du kannst gar nicht. Boah, ach nee, Quatsch. Nee, Ari ist das ja auch gar nicht. Devon sollte das hier sein. Na gut, immerhin sind die Sachen gebaut. Hier geht es jetzt ein bisschen weiter. Sorry. Es kommt also doch ein bisschen jetzt hier Tempo rein. Lass mal hier ein bisschen Wasser reinlaufen. Ja, so viel dazu. 4300 Kalorien, oh mein Gott. Haben wir denn überhaupt jemand? Ja, da, Nails, Landwirtschaft.
das ist gerade nicht unbedingt entspannt, wenn ich das muss sagen. Ja. Ich hätte auch nicht vermutet, dass das Ganze so kritisch hier so lange bleiben wird mit der Nahrung. Oh ja, hier wird auch nichts fertig gebaut. Schon wieder das Telefon. So. Da sind wir wieder. Ja, wir werden hier auf jeden Fall gleich noch mehr Mehlläuse anbauen und ja. Dann sollte das auch passen. Wir kriegen ja auch immer besseres, also immer schneller dann bessere Skills. Nee, wir kriegen die Skills nicht schneller, aber wir kriegen immer bessere Skills, um dann alle Aufgaben schneller zu erledigen. Naja, jetzt kommt hier schon immer ein bisschen Tempo rein. Okay, wir werfen hier unten nochmal einen Blick drauf. Da können wir noch, ich würde mal sagen, bis, ja, machen wir ruhig, bis dort. Dann graben wir uns hier nochmal durch. Ja, und dann ist die Frage, wie machen wir hier weiter? Also auf jeden Fall erstmal so. Bis dahin, dann kann nämlich die ganze Suppe, die wir hier jetzt gesammelt haben, kann hier reinlaufen und wir machen leicht versetzt nach links weiter. Dann würde ich auch hier eher mal so vorgehen, dass wir die Leiter hier bauen. Stromkabel von hier. Oh Gott, oh Gott. Das verlängern wir auch mal bis hier runter. Ja, wo machen wir den nächsten Raum? Legen wir den? Vielleicht ist es hier eine ganz gute Stelle dafür. Dann können wir vorher die Flüssigkeiten nochmal nach hier loswerden und alternativ wäre auch hier gut, ne? So, da.
Wir haben noch hier Sandstein ohne Ende. So. Fünfhundert Kalorien. Oh je. Ich glaube, das reicht uns so auch schon. So, hier, wie gesagt, kommt der nächste. Jetzt ist halt noch die Frage, machen wir hier oder machen wir nicht hier? Entscheidungen. Schade, das eine Ding noch eben. Gehen wir erst noch mal an den Drucker ran. Grabenathletik, Kochkunst. Schneller Lerner. Du fällst raus. Ich glaube. Hä? Warum konnte ich den Nikola nicht anklicken? Wir nehmen mal Nikola dazu und tragen dich auch fürs Graben ein. Bauen auch eins erhöht. So, dann können wir nämlich hier noch so ein bisschen mehr Tempo beim Graben machen. Also dabei Essen auszugraben. Da passiert immer noch nichts. Das gibt's doch nicht. So, wo? Stopp. Na, immerhin ist es. Ach so, das ist Granit, das ist das Problem. Na, da muss doch erstmal drauf kommen. Ja, ich weiß, es ist eigentlich nicht so kompliziert. So, wischen. Der Großteil der Flüssigkeit ist hier jetzt auch weg.
Das wird ja so hier nicht funktionieren, ohne dass wir da eine Leiter bauen. Katja, was haben wir denn hier alles? Unerreichbare Nahrung. Okay, das ist noch. Wir haben keine Forschung ausgewählt. Na. Das kriegen wir doch. Ah, wir können gleich gucken, was wir brauchen. Sehr gut. Erforschen wir mal die Schutzanzüge. Automatisierungskabel. Und danach ist es wahrscheinlich egal. So. Jetzt. Können wir schauen. Ich pausiere dafür mal. Wir brauchen hierfür 7,5 Tonnen Stahl. Okay. Und 2,5 Tonnen Obsidian. Das Obsidian wird gar kein Problem. Obwohl, bislang habe ich noch nirgendwo. Also nicht viel Obsidian gesehen hier in Verbindung mit Vulkanen ist was. Den haben wir auch immer noch nicht ausgegraben. Das müssen wir auch gleich mal machen. Das Mittelstück braucht Keramik, Plastik, noch mehr Stahl, Glas, Diamant, Stahl. Okay. Okay. Jetzt muss ich mal kurz. Hört man mich gerade wieder denken? Ja, ne? Fangen wir mal mit Keramik an. Das können wir ja quasi schon machen, einfach irgendwo hier. Jetzt ist ja auch was passiert. Sehr schön. Ja, dann hier direkt die nächsten beiden. Man kann mich denken hören, ne? Also Keramik, also wir können hier jetzt Keramik, glaube ich, schon herstellen. Wir dürften Ton haben und wir dürften Kohle haben. Das ist ja das kleinste Problem. Die Leute unten werden schlecht mit Essen versorgt. Das könnte ja nach wie vor damit zu tun haben, dass wir einfach zu wenig Essen haben. Okay, aber wir kommen der Sache hier näher.
mache mir zunehmend Gedanken darüber, ob nicht vielleicht auch irgendwo hier zwischendurch ein Ölbiom ist, das einfach hier ist und nicht am Ende der Karte. Können wir den ganzen Rest hier ausgraben. Ich weiß gar nicht mehr, was Pakus sonst noch für Anforderungen hatten. Keine, oder? Die müssen einfach nur gefüttert werden. Oh. Paku, Algen, Prio 7, hau voll das Ding. Ja, da haben wir gleich die nächste Unterbrechung und passenderweise auch noch in dem Moment, wo ich hier das hier entdecke. Nehmen wir das mal raus. Wischen wir hier mal das überschüssige Wasser weg. Und lagern wir unabhängig davon hier mal mit hoher Priorität Schleim ein. Das hier werden wir gleich schnell alles fertig gebaut haben, weil das macht natürlich viel aus, ob man an mehreren Stellen gleichzeitig von unten aus arbeiten kann. 725 Kalorien, es wird gerade nicht besser. Naja, wer sagt, dass man nicht auch chaotisch zum Ziel kommen kann, oder? Vielleicht sollte ich trotzdem mal gerade gucken, ob es nicht irgendwie sehr kritisch bei jemandem ist. Oh ja, 593 Kalorien ist schon mal... Da wird es gerade tatsächlich Zeit.
Das Problematische an den... Ich muss Miep hier gerade mal rauslassen. Das funktioniert sonst nicht. Okay, so langsam. Und da wird jetzt gerade was nach unten gebracht. Naja, er wird gleich oben was finden, aber das ist jetzt schon deutlich enger, als es mir lieb ist, muss ich sagen. Miep, nimm doch mal vorübergehend den Platz. Er ist ein bisschen näher dran. Mit deinen 184 Kalorien. Miep. Ja, das hatte jetzt nicht mehr viel Luft. Ich glaube, aber wir können jetzt erstmal wieder Kommando zurück machen. Also, das ist der Platz von Miep und Miep darf zurück, aber nicht in die andere Richtung. So, Kerstin ist doch unsere Forscherin. Gehen wir doch mal hin und machen aus der Forscherin Kerstin im Nebenberuf die Landwirtschaftlerin. Vielleicht. So. Und der Biodrucker. Kann ich kochen? Furzt, kann ich kochen. Okay, Tierzucht, Stärke, Graben, Wissenschaft, Graben, Aufräumen. Dann nehme ich, glaube ich, Stinky. Ja. So, wo bist du denn da unten? Viehzucht und Landwirtschaft 1 hoch. Kann, glaube ich, nicht schaden, wenn wir da noch jemanden hätten. So, Kerstin hat Astronomie, dann nehmen wir die Landwirtschaft dazu. Wenn das der Zweitberuf ist, Hassan hat Schutzanzug, Training und sonst noch nichts. Athletik, Stärke. Da könnten wir noch die Stärke dazu nehmen, um noch ein bisschen mehr... Ich spare den Punkt erstmal, ich weiß gerade nicht. So, Miep das nächste Graben. Linze Schutzanzugtraining. Ari ebenfalls das nächste Graben. Sehr schön, dann können wir da jetzt nämlich auch mal ordentlich was schaffen. Devin wird noch besser im Bauen. Und Nails kriegt Viehzucht dazu. Genau. So, Kohle. Kohle haben wir genug. Es ist nur gerade zu viel Aufwand oder zu viele Aufgaben für zu wenig Duplikanten. Obwohl wir 13 haben, also. Ja. Muss nur mal ein bisschen Ordnung reinkriegen.
So, okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Ende für heute. es war mehr chaotischer, als mir lieb ist, aber es geht dann ja beim nächsten Mal weiter, ne? Also danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald, euer Krillo.